Hallo und willkommen zu diesem neuen Familiensortimentsvideo. Hier habe ich die Family Stars von Weco aus dem Norma. Und darin enthalten sind 1, 2, 3, 4, 7 Raketen. Dann Jugendfeuerwerk, Knatter, Blitze, Chinabella A, Silberwirbel, Mini-Knaller, 40er Packung, tolle Biene, dicke Brummer, noch mehr Knallerbsen ohne Ende und Feuerringe und nochmal China-Knaller. Ja, und der Preis war 4,44 € und dann wünsche ich viel Spaß bei der Zündung dieses Artikels oder dieser mehreren Artikel. So, jetzt das Family Stars Familiensortiment. So, Knallerbsen. Ich muss dazu mal sagen, ich habe nichts gegen Knallerbsen. Ich respektiere die und so, aber ich habe echt keine Zeit, jetzt alle einzeln zu zünden. Ja, oder zu werfen. Und deswegen so hier. Aber diese haben auch ihre Berechtigung. Noch eine zweite. Na, die gehen wahrscheinlich nur auf harten Untergrund besser. Gut. Feuerwirbel. Ja, also die trennt sich ja hier sowieso nicht. Deswegen mache ich jetzt hier eine Massenzündung. Ja, schön. So, Knatterfritze. So. Ja. Und dann wieder eine Massenzündung. Ja, 19 Stück auf einmal. Ich weiß nicht, ob sie angehen. Einigermaßen. Ja, wird schon passen. Jawohl. Haben alle gezündet. Dann Silberwirbel. Wie gesagt, für das Sport hier. Und die drehen sich ja trotzdem. Okay, dann sind sie gut. Ja, den Rest auf Schlag. Ja, die sind brauchbar. 40er Matte Mini-Knaller, ich konnte es nicht lassen, die jetzt schon zu zünden. Jawohl. So, die tolle Biene. Ja, schlecht. Ja, also die Teile sind auf jeden Fall schlecht. Ne. So, die Collarsprüher mache ich jetzt einfach mal auf Schlag. Das Video geht ja sonst ewig. Ich denke, wir alle wissen, wie Collarsprüher aussehen. Naja, ist gar nicht so viel, so leicht, die auch zu zünden. Ja, aber definitiv schöne Teile.
So, dann die dicken Brummer. Ja, die sind schon besser als die tolle Biene. Ja, sind besser. Kommen wir zu den Pyrocrackern. Ich erwarte jetzt mal nicht so viel. Ach nee, warte mal, das waren ja doch die von Weco, die doch gut sind, ne? Ja, nicht. Ja, doch, die sind ganz gut. War ein Verpuffer. So, noch das zweite Päckchen. Sehr schön. Naja, ab und zu ist mal einer dabei, der nicht so gut ist. Aber die gehen definitiv. Jawohl. So, jetzt die Chinabella A. Wandlung ist okay, hab schon schlechtere gesehen. Der Knall ist auch okay. Könnte er noch ein bisschen besser sein. Ja, es ist jetzt nicht so. Nee. Im letzten. Ja gut. Jetzt die Raketen. So. Die sind schön. Jetzt da. Nochmal eine Bretzter, komm, bleib stehen. Und eine Bürst. So, noch eine letzte. Und noch die Bürst. Die war richtig gut. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video. Das Sortiment ist wirklich zu empfehlen. Da hat man sehr lange was davon. Und ich werde jetzt hier erstmal aufräumen, bevor es dunkel wird.